Hallo, liebe Panzerfreunde. Ja, hier sind wir wieder zu Let's Show World of Tanks. Diesmal wieder nur mit Junoi. Und ich würde sagen, heute widmen wir uns mal den Artilleriepanzer Su-8 mit Skin. Wir haben in letzter Zeit mit diesem Panzer noch keine Games gemacht, weil ich den auch erst ziemlich neu freigeschalten habe. Und mir fehlen noch 4000 Erfahrungspunkte bzw. 3500, um das bessere Geschütz auszurüsten. Und ich würde sagen, wir haben eine begrenzte Zeit nur, weil es ist jetzt, wie ihr seht, 14.59 Uhr. Das heißt, um 15.13 Uhr müssen wir mit einem Gefecht aufhören. Deswegen, ohne lang drum herum zu reden, starten wir ins Gefecht mit unserem Su-8 und sind genau im Mittelfeld, was sehr toll ist, weil wir sind ein Panzerstufe 5, kämpfen gegen Panzerstufe 7 und kommen mit jedem Schuss, wenn wir treffen, müssen wir sagen, weil der Su-8 jetzt unverbessert, also ich habe von 20 Schüssen, glaube ich, 10 vorbeigeschossen und es ist sauteuer. Ein Schuss kostet um die 700 Gold, nicht Gold, Silber. Und das ist echt extrem teuer. So, und hier befinden wir uns im Spiel. Und ich sehe gerade, seit wann steht da oben irgendwas auf Russisch, Polnisch, CTA, CTN, CTN, KA, 6UR. Keine Ahnung, was das bedeutet. Auf jeden Fall sind wir auf dem Map Abbey. Und eigentlich ist das eine schöne Artillerie-Map. Ich muss bloß mal gucken, ob man hier ein gescheites Gebüsch hat zum Verstecken. Ich glaube, das hier ist doch mal ganz in Ordnung. Und wie ihr seht, dieser Artilleriepanzer ist saufett. Der ist zweimal so lang, das reicht nicht, wie der Artilleriepanzer davor. Und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Also schneller als ein Heavy Tank und das ist sehr lustig. So, und mal gucken, ob wir die ganze Map drüber kommen. Wäre natürlich auch sehr lustig. Su-8, du schaffst das. Su-8, du schaffst das. Nein, uns fehlen drei Bäume. So ein Mist. Egal. Wir kümmern uns jetzt einfach mal um hier den Tiger P. Und den T1 Heavy Tank. Und ihr seht schon, es dauert ewig, damit die Kreise hier endlich mal zusammengehen. Genau den da will ich. Feuer! Getroffen und keinen Damage gemacht. So, lasst uns 15 Sekunden nachladen und dann geht's weiter. 2, 1. Null. Und natürlich schießen wir vorbei. Wie hätte es nur anders sein können? Und wie hätte es anders sein können, werden wir auch schon angeschossen prompt. Von einem Leopard, der noch 3% Leben hat und der ist tot. Ach nein, er ist nicht tot. Spack. Alter Schwede, das war mal eng. Das war eng. Und von wem auch immer, wir wurden getötet von Nitrovre. Nitrovre ist eine Hummel. Ach, ist doch schwul. So, egal. Su-8 tot. Wir machen wahrscheinlich 20.000 Verlust, aber egal. Das Gefecht hat uns 3 Minuten gekostet. Also auf mit unserem Lightech. Und wir befinden uns sogar diesmal auf einer etwas schöneren Map. Nämlich auf der Map Sand River. Und wir sind auch einer der höchsten Panzer. Was heißt, alle Panzerstufe 4. Und wir sind auch einer davon. M3 Lee, naja, das können wir schaffen. Die haben 1, 2, 3, 3 Artilleriepanzer im Gegnerteam. Das heißt, wir werden hier den Rush anwenden und nicht den Camp. Camp benutzen wir nur gegen Gegner, die
extrem überlevelt sind. Also wenn wir jetzt hier gegen Stufe 7er oder Stufe 8er kämpfen würden, würde ich die Camp-Methode anwenden. Ihr könnt euch ja mal das Video von Events reinziehen, hier die Light-Tank-Techniken. Müsste ein paar Felder unter diesem Video drunter sein. Also für jeden, der sein Light-Tank-Verhalten optimieren will, kann ich diese Videos nur empfehlen. Und wir preschen jetzt vor mit einem kleinen Umweg. Aber egal. Und wir versuchen, so wenig Häuser wie möglich kaputt zu fahren. Obwohl eigentlich das immer das Lustigste ist, Häuser kaputt fahren. Ich kann der Versuchung nicht widerstehen. Haus kaputt. Das muss einfach sein. So, hat uns etwas ausgebremst, ungefähr 20 km/h gekostet, aber wir haben ja gute Ketten, guten Motor und guten Rest und wir sind schon wieder auf unsere Geschwindigkeit von 55 km/h. 58 km/h, 55 km/h und wir werden angeschossen. Treff doch mal, du Scheißpanzer. Nein, ganz schlecht. Ganz schlecht, aber wir gucken auf die Karte. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 von 15 Panzern aufgedeckt. Also das gibt mal wirklich Erfahrung. Haben wir einen Gegner gedamaged? Wahrscheinlich auch. Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Okay, der Su-8 ist noch im Fight. Und Neues aus dem API. Lust auf Tier 5, Zug. Nein, und da ist unser Su-8 wieder und wir haben keinen Verlust gemacht und dafür einen Victory. Und dann geht's gleich weiter mit Su-8. Dem beklopptesten Panzer der Welt. Und schon wieder sind wir im Mittelfeld, kämpfen schon wieder gegen Stufe 7er Panzer. Und bei unserem Glück wird uns wieder ein Su-5 töten. Oder die Hummel wie gerade eben. Su-5 ist übrigens die Vorstufe von meinem. Den hatte ich davor auch. Den habe ich immer noch in meinem Inventar stehen. Und bis jetzt muss ich auch sagen, der Su-5 gefällt mir eindeutig besser als dieser mystische Su-8, der nichts trifft. Dafür kann der Su-8 halt über die ganze Map schießen. Hier habe ich übrigens ein paar hier Add-ons, wenn man so nennen will, angebracht. Und zwar einmal den Feuerlöcher, der eigentlich überhaupt nichts bringt. Einmal die Reparatur, das heißt, wenn eine Kette kaputt ist oder ein Motor kaputt ist, kann ich das Insta reparieren. Und die 4 könnt ihr euch durchlesen hier. Heißt so viel wie, ich habe 10% mehr Leistung aus dem Motor. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist praktisch, ich muss etwas auf die PS-Zahl verzichten, aber krieg dafür mehr Höchstgeschwindigkeit. Alles klar, gut. Und ich bin kein Light Tank. Hab ich schon wieder vergessen. Und wir fahren in das Gebüsch. Das heißt, wir müssen nochmal zurück. Und endlich haben wir einen Artilleriepanzer, der Bäume umfahren kann. Oh, ist das göttlich. Das war mit dem Su-5 immer total ätzend. Steht man vor dem Baum und dann merkt man, scheiße, ich kann den Baum nicht umfahren. Ja, deprimierende Momente. So, genauso wie das hier ein deprimierender Moment ist. Ich weiß, dass da ganz viele Panzer sind. Oh, sorry. Ich bin dezent übermüdet. Ja, genau. Ich wurde angeschossen. Wir haben einen Gegner zerstört, aber ich werde angeschossen von irgendeinem PZ38NA und gleich schießt die Art hier auf uns. Wow, wie es wusste. Alter Schwede. Grundgütiger. Wow. Naja, Glück gehört im Leben dazu. Und bitte, Stugel. Rikone. Töte den Major.
Major. Für Bürgermeister wahrscheinlich. Ja. Jetzt hauen wir mal bitte schön ab. Es ist 15:09 Uhr, das heißt, wir haben noch 4 Minuten bis zum Final. Dann müssen wir einen Break reinhauen. Boah. Sehr krass ausgedrückt von mir. Wen haben wir da? Einen Heavy Tank. Und zwar einen... Lass mich raten. Nein, ich will gar nicht raten. Es ist sowieso der IS. Aber egal. Nein, es ist nicht der IS, es ist der KV. Oh. Mist. Hier, KV. Habe ich nicht gesehen, ich habe nur den IS gesehen. Nein. Naja. Auch ein Wotzocker kann sich mal vergucken. Und hier ist Santa Claus. Nee, Satan Claus. Naja, fast. Und wir schießen einfach ins Leere und treffen nichts. Wir bei unserem Glück. Da üben ist übrigens der IS. Und jetzt ist der KV auch noch weg. Genau in dem Augenblick, wo ich ihn anvisieren wollte. Wie typisch. Leute. Da. Na super, jetzt musste das Ding wieder aufgehen. War ja auch irgendwie klar. Und Feuer, und wir treffen ihn. Nicht. Ich hasse es. Artilleriepanzer zu spielen, glaube ich, mittlerweile. Und hier hinten ist ein Panzer, den wir jetzt nicht angreifen konnten. Hier ist der IS. IS, bleib da stehen. Ich habe dich bald anvisiert. Und wir schießen gegen den Bunker. Ich mag den Panzer noch nicht so. So, nachladen. Feuer frei. Und wir treffen wahrscheinlich wieder nicht. Wie klar war das denn? Naja, wir haben ja noch ein bisschen viel Muni übrig, gell? Und zoomen mal an den Jagdpanzer ran. Feuer! Wieso war die Abweichung von meinem Schuss jetzt so extrem? Nicht nach vorne fahren. Nicht nach hinten fahren. Einfach nur stehen bleiben. Spack. Spacko, schießt. Lol. Also, man muss es nicht ganz verstehen, wo dieser Artilleriepanzer hinschießt. Wundert mich dezent, dass ich ihn jetzt auch getroffen habe, aber naja, egal. Wir haben ja schon einen Kill. Hätte ich schon fast wieder vergessen. Und der IS hier. Echt jetzt mal. Wen haben wir hier? Den VK irgendwas. Und der IS hier steht immer so lucky, das glaubst du nicht. Aber der hier kriegt jetzt auch die Schnauze. Weh, ich treffe ihn nicht. Ich mag den Artilleriepanzer. Der ist so goldig und trifft nichts. Bleib halt stehen. Bleib doch stehen. Einmal schieße ich genau dahin, wo er steht, und dann fährt er weg. Dreckiger, kleiner VK 310. Nein, 306H. So. VK, ich hab dich nicht durchschaut. So. Wieso braucht mein Geschoss so lange zum Ankommen? Na, es ist auch vor allem voll logisch, dass es hier Kreuz dann immer so megamäßig aufgehen muss. Und jetzt, wo ich ihn nicht angreifen kann, ist seine Kette kaputt. Jetzt aber. Bitte, 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 bitte. Och Mensch, es ist doch echt embarrassing.
Der Spielspaß ist auf einem Tiefpunkt und wir haben das Spiel gewonnen und müssen gleich auch aufhören, weil die Viertelstunde rum ist. Gut. Ich sage, wir haben fast Verlust gemacht. Okay, auf jeden Fall sage ich danke fürs Zugucken und demnächst werdet ihr wahrscheinlich schon World of Tanks in der 7.0 Version mit mir spielen. Die Entwickler lassen sich zwar bis jetzt noch etwas Zeit, aber wir haben ja Zeit. Also, vielen Dank fürs Zugucken, abonnieren und Like drücken bitte, keinen Kommentar auf unserem Channel hinterlassen und unsere Facebook-Seite angucken. Also, tschüss.